Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich über die Vorteile von Haaröl. Viele von euch da draußen wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass es Haaröl eigentlich gibt. Macht aber auch nichts, ja? Deshalb bin ich ja da. Und gerade wenn du deine Haare lang wachsen lässt, ja, wie ich es vor kurzem gemacht habe, dann brauchen deine Haare einfach mehr Pflege. Und ein sehr, sehr gutes Produkt, was man in die Haarpflegeroutine integrieren sollte zur Pflege, ist Haaröl. Und in diesem Video möchte ich euch einfach die Vorteile von Haaröl so ein bisschen näher bringen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das Video von Anfang bis Ende anschaut und alle Vorteile kennt, dann probiert ihr Haaröl hundertprozentig auch mal selber aus. Also, let's go! Vorteil Nummer 1, ganz klar, der Anti-Frizz-Effekt. Wenn du sehr krause Haare hast, wie ich zum Beispiel, dann musst du halt irgendwie versuchen, das Krause so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und Haaröl hilft dir komplett dabei, dieses Krause so ein bisschen rauszubekommen und schützt auch gleichzeitig davor, dass deine Haare abbrechen. Also sind eigentlich auch direkt dann zwei Vorteile in einem, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen der Anti-Frizz-Effekt, dass es halt nicht so kraus wird, und zum anderen beugt Haaröl halt Spliss vor, dass halt deine Haare nicht so schnell abbrechen. Der nächste Vorteil ist die bessere Kennbarkeit der Haare. Das merke ich tatsächlich jeden zweiten Morgen, denn ungefähr benutze ich jeden zweiten Tag oder manchmal auch jeden dritten Tag, je nachdem wie sich die Haare anfühlen, Haaröl. Und wenn ich aus der Dusche komme und meine Haare kämmen möchte und kein Haaröl verwendet habe, dann lassen sich die Haare bei weitem nicht so leicht kämmen, als wenn ich Haaröl verwendet habe. Also die bessere Kämmbarkeit ist auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil, gerade dann, wenn du längere Haare hast, wie ich jetzt zum Beispiel. Der nächste Punkt ist der Schutz und die Natürlichkeit. Wenn man Haaröl verwendet, dann fühlen sich deine Haare gleich viel natürlicher und viel geschmeidiger an. Aber warum ist das eigentlich so? Wenn man Haaröl benutzt, dann bildet sich halt so ein leichter Film über deine Haare. Und dieser Film, der schützt deine Haare zum Beispiel vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel starkes UV-Licht. Ja? Wenn du zum Beispiel in der Sonne bist, ja, dann werden deine Haare natürlich beansprucht. Und wenn du vorab Haaröl verwendet hast, dann schützt dieser Film, der über deinen Haaren liegt, deine Haare vor extremen Sonneneinstrahlung. Das jetzt mal als Beispiel. Und gleichzeitig beinhalten Haaröle auch noch gute Nährstoffe, die deine Haare einfach natürlicher aussehen lassen. Und wenn du auch möchtest, dass deine Haare schön aussehen, natürlich aussehen und gesund aussehen, dann check doch einfach mal folgendes Haaröl aus. Den Link zum Produkt packe ich dir wie immer in die Infobox. Und wenn du dann zu Hause bist und das Haaröl in der Hand hältst, dann solltest du dir vorab auf jeden Fall noch folgendes Video hier oben anschauen. In dem Video erkläre ich nämlich ganz einfach, wie du Haaröl richtig anwendest. Ein anderer Vorteil von Haaröl ist zudem, dass du Haaröl als Pre-Styler verwenden kannst. Ich habe zum Beispiel sehr krause, sehr trockene und sehr struppige Haare. Ja? Und wenn du so krause, struppige Haare hast wie ich, dann ist es mit dem Styling manchmal ein bisschen schwieriger, auch wenn du zum Beispiel kurze Haare hast. Und wenn du Haaröl verwendest, ja, dann werden deine Haare ja weicher. Und mit weichen Haaren kannst du einfach viel besser deine Haare stylen, als wenn du jetzt struppige und trockene Haare hast. Ist ja klar. Und deshalb kann ich dir auch empfehlen, dass du Haaröl einfach mal als Pre-Styler anwendest. Also bevor du das eigentliche Haarstyling-Produkt in deine Haare reinmachst, nimmst du erst 2-3 Tropfen von dem Haaröl, massierst das in deine Haare ein und erst dann nutzt du dein eigentliches Haarstyling-Produkt, was du wie gewohnt verwendest. Last but not least, Leute, ein richtig guter Nebeneffekt von Haaröl. Haaröl riecht einfach gut, ja? Wer will nicht gut riechende Haare haben? Ich glaube wohl jeder. Von daher, das ist echt ein richtig guter Nebeneffekt von Haaröl. Es riecht einfach richtig gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle Male Haaröl in seine Haarpflegeroutine zu integrieren. Das kann ich wirklich jedem da draußen nur empfehlen. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Mika Ivkovic. Mika, vielen lieben Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Richtig schöne, natürliche, geschmeidige Haare. Viel Spaß beim Anwenden von Haaröl. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.